Wo hat die Waffe her? Ich zeige Ihnen eine Abkürzung. Aus ihrem Schal. Ja, natürlich. Sonst hat sie ja keinen anderen Platz, wo sie eine Waffe verstecken könnte. Nicht als Frau, was? 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 Das ist wie im irgendein paar der Pokémon-Spiele. Bitte was? Es gibt in Pokémon-Spielen so zwei, drei Sätze, die heißen dann, ich habe nur ein Bikini an. Keine Ahnung, wo ich meine Pokébälle aufbewahren soll. Komm her, Flo. Ich wundere dich nicht. Der Flo rennt verwirrt im Kreis. Ich warte nur drauf, dass die Lusche jetzt mal die Tür auftritt. Jetzt war es die andere Lusche. Ich bin der Wichser. Leute, mitkommen einfach. Ui, Flo, guck mal. Hä? Ja, ich brauch dich hier. Ach so. So schön, wie deine panzerbrechende Munition noch ist, aber... Warte mal, die stehen gerade so schön in der Reihe. Oh, ich muss nachladen, ich glaub's nicht. Also keiner von denen mithilft, weißt du, die da oben rumstehen. Mich deucht, die können an der Stelle gar nicht sterben. Wie die Treppe hochgeht. Mir deucht, ja, mir auch. Dann ab durch die Tür. Florian? Ja, ich komme. Mir deucht, wir müssen diese Tür zu zweit öffnen. Das ist aber echt ein Beschiss, mal ganz ehrlich. Ja. Ach, jetzt geht's auf einmal zu zweit. Ihre Freunde Leuchte waren vorhin da unten. Man, bitte, behindert sie uns nicht gleich aus. Haben wir? Doch, wir waren vorhin auf der anderen Seite, jetzt. Ja. Na nö. Oh nein, nicht so ein Ding. Ey, Sherlock, servus, Michi, wie geht's dir? Hi, Michi. Danke fürs Hosten. Schön. Ja, mach die Robbe und stirb. Mach die Echse, die Echse. Ich weiß, dass du es kannst. Scheiße, aber es macht die Echse. Scheiße, ist eine Echse. Ja, frisch geduscht vorm Stream. Alles fresh. Bei dir? Ich habe auch frisch geduscht. Was? Haben wir uns verpasst? Ja, du bist doch diesmal nicht bei mir, Flo. Ach so. Kann ich vielleicht das Zeug aufsammeln, was da liegt? Danke. Ich brauche keine Kamerafahrt auf die uncoole Explosion von Finn. Den was? Findigen. Finn ist explodiert? Schön wär's. Ja, das ist ganz schön findig von dir. Ganz schön raffiniert. Ah. Sorry. Ah, yeah. Ah, ja. Schön, dass wir das Niveau halten. Unten. Gegen ihren Willen. Wenn wir mehr Bekanntheit haben, mit dem Verleger sprechen, dass ich ein Witzebuch kreieren darf. Ah. Hm. Oh Gott! Ich hab grad gedacht, es klingt so, als ob da was Großes kommt, auf einmal landet was Großes hinter mir. Oh. Ich glaube, es hat gezwiebelt. Nicht genug. Erst wenn es tot ist. Au, oh, okay. Ich glaube, das ist tot. Das ist sehr tot. Ja, Michi, ich weiß schon warum. Warum ich die Sounds aus hab. Blöden Sounds. Ich mag die eigentlich ganz gern. Ich habe da meinen Spaß dran. Die Leute leider auch. Das ist das Problem. Ey, da sie dürfen frei schießen, wenn ich da auf was schieße, was noch lebt. Ja, der andere hat doch gesagt, sie sollen uns nicht behindern. Ja, aber sie darf ja ruhig mitmachen. Ich finde es schön, dass wir eine Spezialeinheit haben, die sich schön hinten hält. Ja. Wir sind Spezialisten im Nichtstun.
den gerade verprügelt, Mann? Vielleicht. Also schön, wie sie an mir dauernd vorbeigelaufen ist. Für die Vieh. Guck, guck. Guck, guck, ich habe ein Messer. Du auch? Geil. Jo, Michi, gute Nacht, schlaf gut. Na. Da stehen sie alle dran, als würden sie nichts können, Alter. Ich find's schön, wie sie zu dritt auf sie aufpassen. Ja. Guck mal die Stühle hier an, die das sind. Das sind auch für dicke Ärsche. Das macht so ein Vieh. Ich hab keine Muni. Ich auch kaum noch. Aua! Was ist denn mit dir passiert? Weiß ich nicht. Ah, da ist noch so ein Echsenvieh oben. Ah. Ich habe keine Muni. Möchte ich nur mal kurz gesagt haben. Leute, wenn ihr Rennsport mögt, der Michi, also Shillox, zockt mit Paul öfters zusammen. Also schaut auf seinem Kanal auch vorbei. Ich habe noch 10 Schuss, klasse. Ich habe gar nichts mehr an Schuss. Verprügel das Vieh, das besteht aus Felsen. Du hast eigentlich eine gute Chance. Ja, ja, das Problem ist nur, dass das Stachelvieh auch noch ist. Jetzt verprügeln werde. Bleib hier! Jetzt, ich erwürge es! Warum hat es ein Minispiel, damit es gekillt wird? Nein! Haben wir gerade beide auf deinen Schwanz gehauen? Ja. Sehr schön. Warum hat es ein Minispiel zum Verprügeln? Aua! Habe ich gerade auch gesehen. Ja, gut. Komm, gib Munition her. Alter, das arme Vieh. Ja, toll, Erfahrungspunkte. Ich brauche Munition, scheiß auf die Erfahrungspunkte. Genau wie das andere Vieh. Das andere ist tot. Ja, es hat trotzdem auch nur Erfahrungspunkte gegeben. Ich habe nur noch 6 Blendgranaten und glaube ich auch nichts mehr zum Leben herstellen. Nice. Oh, Pistolen. Aber ich habe noch was zum Leben herstellen. Sehr gut. Komm mal in meine Nähe. Ja, warte. Ein bisschen, Alter. Wow, wir teilen uns einen TikTok. Geil. Möwi, schlaf gut. Danke für den Support. Nacht. Na, das Kapitel ist jetzt eh vorbei. Na toll. Kaum eine Stunde gespielt. Das Kapitel ja nicht das Ganze. Die Frau, sie ist weg. Finn! Und ich bin wieder allein. Sie ist der Superspreader. Was er es dann machen wollen, Chris? Das ist was eine berechtigte Frage. Er wollte ihn den Arm ausreißen. So. Ich wollte doch auch mutieren! Er wollte bestimmt nur einen Finger ziehen, damit er noch einmal kräftig pupsen kann. Das war jetzt, bevor die uns da in dem, sag mir's, bevor die uns in der Kneipe da aufgefasst haben. Ah, okay. Deswegen, ja, Hinterkopf, er hat das Gedächtnis verloren.
Du hast Pierce Nivens. Ja, aber Respekt an Pierce, dass er da rausgekommen ist. Mit Chris und den Dingern da auf dem Fersen. Ich bin fertig, ich kann nichts verbessern. Ich auch nicht. Wie hast du Pierce nochmal genannt vorhin? Der Bergsepp. Bergsepp, genau. Oh, Hans Getze Flammenwerfer. Hat jemand Lust auf gebratenes Sauerkraut? Das ist ganz schön warm. Können wir das nicht irgendwie verändern? Nein, Flammenwerfer. Flammenwerfer. Ach so. Oh. Ich muss den Film nochmal sehen. Was ist aus Ada Wong geworden? Die ist verwongen. Captain? Wo ist sie? Sie ist die Anführerin von New Umbrella. All diese Terroristen. Ist sie in dieser Stadt oder nicht? Sie wurde mehrmals gesehen, seit die Angriffe begonnen haben. Ja, sie ist hier. Stimmt, wir sind jetzt in Asien, ne? Geben Sie das Kommando zum Abrücken. Ja, irgendwo in China. China mit TZ und SCH, Alter. Ja, damit China keine Probleme macht. China. China. China mit KH und IE. China. Fahren Sie zur Hölle, Wong. Toll, ich habe keine Munition bekommen. Ich auch nicht. Wahnsinn. Wahnsinnsspiel. Das spielt hier ungefähr ein paar Wochen später. Ach, stimmt, jetzt sind wir wieder hier. Wer weiß, abgefackelt ist. Aua! Sorry. Alter, ein bisschen Respekt dein Vorgesetzten. Du bist ja mein Vorgesetzter eigentlich, scheiße. Ja, ist so. Ich meine, Arschriechen. Fallen Sie Ihren Angestellten öfters mal in den Rücken? Naja. Das ist zur Hölle. Keiner macht was. Feindkontakt! Alpha HQ, greifen einen Feind an. Ich glaube, es ist die 20-Meter-Snacke. 20-Meter-Snacke. Ihr habt's gehört, Leute. Los! Irgendjemand, der vielleicht mal 30, 40 Schuss Munition für mich hat. Das Vieh ist ganz geil, muss ich sagen. Weil wir Munition hätten, wäre es natürlich noch geiler. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Look at her butt. Oh nein, Flo. Unzerstörbare Körbe versperren mir den Weg in diese Seitengasse. Nein! Warum? Ein Weg, den ich gehen könnte, der aber nicht funktioniert. Ein Spielplatz. Ui, spielen. Die Position des Pandas ist ein bisschen merkwürdig, finde ich, wenn da jemand drauf reitet. Ich will da auch rein. Wie komme ich da? Ich muss da einmal außen rumlaufen. Okay. Ui, ist der süß. Bauri kraulen. Bauri, ich bin im Klettergerüst. Ich kann draufsteigen. Nein. Wir sind soweit, Paul reitet einen Panda. Ich geh wieder weg. Ich geh weg. Das ist kein Achievement wert. Ach komm. Ui, Flo, guck mal, rutschen. Guck mal, er kann runterrutschen. Hui. Ich kann das nicht. Wie unfair ist das denn? Kannst du nicht mal auf den Panda? Nein, ich spring drüber. Echt? Kann ich da auch runterrutschen? Nee, blau geht nicht. Blau ist für Luschen. Da rutscht man nicht runter. Du kannst dich bestimmt auf diese Bank setzen und besorgt das Erdlandteil mir zuschauen. Dabei. Na, ich kann unter das Klettergerüst gehen. Du kannst hochklettern? Paul, guck dir das mal an, was sie da eingefügt haben. Ich muss weinen. Schaufel. Ja. Und geh mal ganz nah dran und dreh die Kamera. Ah. Warum? Also man kann auch was richtig lieblos machen. Ja, ach du Scheiße. Ja, guck mal, es geht doch. Guck mal, ich mach auf den Bauch. Geil. Ja, schau mal zum Panda. Hab ich schon probiert, aber wahrscheinlich muss ich nur an der richtigen Stelle stehen. Ja, ich stand halt genau davor. Also bei mir ist ja eine Lupe dran, dann, wenn es geht. Ja, da hab ich eben auch. Bin ich. Ha, Chris only, Alter. Dafür rutsche ich richtig runter, nicht so luschenhaft wie du. Sagte er, legt sich auf den Bauch wie ein dreijähriges Kind. Du hast die anderen denken sich so, der Chef schon wieder und sein Freund. Ja, ja, ja.
Wurde der George nicht gerade von einer riesigen Schlange gefressen? Haupt... Chef schon wieder und sein bester Freund. Was hat George damit zu tun? Der wurde doch gerade von einer Schlange gefressen. Junge, von der Snecke. Snecke? 20 Meter Snecke. Wo muss ich jetzt schon wieder meine Bratwurstschnecken denken? Die Wichser. Chris, gib mich an, du hast nur 6 Schuss. Aber Chris, deine Story ist schon... Oh. Medaille? Ja. Willst du dafür wirklich Munition verballern? Wenn ich da hinkomme... Nicht. Okay. So nicht. Da ist eine Kiste. Was wolltest du sagen? Chris, seine Story? Chris, seine Story ist irgendwie sehr cineastisch. Dafür verprügelst du hier niemanden. Noch nicht. Da war ja noch eine Kiste. Ja, stimmt. Ui, toll. Was will ich mit diesen scheiß Erfahrungspunkten? Ich hab Munition. Nee, ich hab auch ein bisschen Munition, aber nur 20 läppische Schuss in der Pistole. La Munition. Und 6 in der MG. Ha. Wir müssen die Tür erst anfassen, bevor wir sie auftreten. Das gebietet die Höflichkeit. Keiner Loot gibt hier. Doch. Wow. Warum hat der Typ mit Messersturmgewehr-Munition? Ich verstehe es nicht. Naja. Vielleicht hat er ja sein Sturmgewehr weggeworfen. Diese aufgeklebten Hintergrundgrafiken machen mich echt wahnsinnig. So also die rein. Oh. Ich meine, das Spiel ist ja nicht so hübsch. Aber trotzdem, ja, es tut mir leid. Es ist auch nur 7 Jahre alt. Aber also du, sogar vor 7 Jahren war das schon No Go. Ich meine. Aua! Aua! Kann mir vielleicht irgendjemand helfen hier? Dankeschön. Du hast zufälligerweise noch mal irgendwas zum Heilen da. Ich kann mich heilen, ja. Ja, danke. Dankeschön. Bitteschön. Kiste. Ah, oh, endlich Munition für ein anderes Kaliber, ey. Igitt! Ich mag dich zwar, aber nicht anasiatisch, bitte. Oh, Heilkräuter. Ja, jede Menge Heilkräuter. Mein Gott. Ja, ganz ehrlich, was ist denn das für eine... Na, Noctis, wenn man auch dran denkt, Resident Evil ist eine der wichtigsten Marken von Capcom. Das ist so eine Scheiße. Also es tut mir leid. Wie gesagt, die Schaufel. Anstatt dass man eine Schaufel an die Wand stellt, machen wir ein Bild von der Schaufel an die Wand. Dass wir sie einfach weglässt. Ja, noch besser. Ja. Keine Munition, aber Hauptsache geheilt habe ich mich. Schön, dass die KI mich einfach weiterschiebt. Niemand das Loch Pistolen mal zum Wow. Warum komme ich jetzt bei der Szene hier gerade Bock auf the Raid? Ich freue mich mal, wenn wir den zusammen anschauen können, beide Teile. Das ist einfach so ein Film, den muss man mit seinem besten Kumpel anschauen. Oh. Oh. Also Dennis kommt auch. Ja, deswegen muss ich kotzen. Dennis sitzt dann so im Zimmer, dass es nicht sehen darf.
In der Ecke. Das ist jetzt einfach mit dem Kopf zum Fernseher und wir gehen voll ab und er hört's nur. Sie lebt. Sie verschwand vor 6 Monaten in Edonia. Ach, das ist eine nervige Szene. Ach, der Scheiß. Noctis, vor allem, wenn man sich mal anguckt, was für Remakes grafisch, also von der Grafikqualität, Capcom macht. Ja, ja. Inzwischen. Und dann, wie gesagt. Ja, ich meine, sag mir der Burger ganz am Anfang von Resident Evil 2. Boah. Wie lecker der halt aussieht. Du kannst ja da irgendwie reinkrabbeln. Was? In den Heli, nicht in den Burger. Recht. Ja. Es gibt eine Trophäe auf der Xbox, das weiß ich. Du musst sie irgendwie so beschädigen, dass da irgendwas war da. Oh nein, Spinnenmenschen. Das sind eigentlich Flöhe. Verwandtschaft! Alter! Ja, Chris. Ja, der Burger sah aber auch geil aus. Ja. Ey, wie können wir. Wie klotzt man mit Grafik rum? Och, Wasser, Lichteffekte. Burger! So eine Mutation habe ich noch nie gesehen. Reed, schicken Sie die Daten ans HQ. Schon dabei, Sir. Vorsicht, die können echt gut springen. Nicht aufgeben. Wir haben die Mutation noch nie gesehen, aber wir wissen sofort, dass sie springen können. Ja, schon. Chabos wissen, wer der Chabo ist. Sorry. Ah, den Gag hatten wir doch schon. Die Chabos wissen, wer der Babo ist. Ja, ich weiß. Was machen die drei Elite-Soldaten da, während der Gegner auf mich zustürmt? Ach ja, nix. Geil. So richtige geile KI, Alter. Du bist vielleicht unbeliebt. Als Captain. Ja. Auch nur weil ich kein Schiff, weil ich kein Felsenkloppe. Ja. Die fanden die Szene so cool, wollten es auch sehen, deswegen sind sie überhaupt in die Armee beigetreten, jetzt machst du es nicht. Ja, ich hätte es nicht als Teil meines Bewerbungsvideos für den Captain nehmen sollen. Das war ja nicht mal Captain, das war Vorsitzender des Anglervereins. Und bevor sie mich nicht wählen, denken sie dran, ich schlage Felsen. Ich habe auch keine Angst, sie zu schlagen. Walla, den müssen wir nehmen, machen wir zu Captain der Spezialeinheit. Ey, Yalla! Yalla Walla. Yalla Walla. Hast du das Blattvideo gesehen zu Tony Hawk? Nee. Ich fand das von Crusader King hat mir gut gefallen. Das hab ich gesehen. Ja, das Tony Hawk ist echt cool. Siehst du? Ohne Resident Evil 2 hätte Paul nicht über den Burger geredet und du hättest morgen keine Lust auf Burger. Siehst du, Noctis? Es macht alles Sinn. Ach Gott. Oh, kann der Heli sich mal so hindran, dass die Gegner abschießen kann?
Natürlich nicht. Weißt du, was mir mal einfällt, was wir spielen könnten? Was denn? Wenn wir es irgendwie bekommen. Dieses James Bond Spiel, was es auf dem Gamecube mal gab. Ah, ich weiß, was du meinst, ja. Das kann man auch Koop spielen, das ist sau schwer. Oh, das weiß ich nicht. Ich habe mit einem Kumpel mal gespielt. Okay, ich treffe diese Viecher auf dem Helikopter nicht. Ich auch nicht. Ich habe auch leider keine Muni mehr. Ich hab noch ein paar Schuss. Also ich habe Schrotflinte. Auf die Entfernung mit einer Schrotflinte. Hätte ich auch noch, stimmt. Das ist der letzte. Oh, okay. Hat noch gereicht. Geil. Oh Gott, ist immer noch nicht vorbei. Oh, die Sehne ist so schlecht. Das wäre zu einfach. Los, weiter. Captain, wohin? Wir sollten die beiden begleiten. Ohne Hilfe werden sie nicht überleben. Wir rücken ab. Los geht's. Wir sprengen die Tür auf. Achtung! Hey. Warum müssen wir beide dahin? Santa, ihre Beine erinnern an Grashüpfer. Ist mir völlig egal. Solange sie tot bleiben, wenn man sie bewegt. Schmecken bestimmt ganz gut, wenn man sie brät. Ah, geil, frittierte Grashüpfer. Ey, da werden auch Leute satt von der Größe her. Ja. Schöne Insekten schmecken so gut wie nach nix. Und voll mit Proteinen. Yep. Ich wollte schon sagen vegan, aber nee. Nightfire, ich glaube so hieß es. Was denn? Für die Gamecube. Nein, das hieß anders. Nein? Ja. Weil Nightfire, ich habe jetzt auch Nightfire im Kopf gehabt. Nee, das hieß nicht Die Another Day, das ist ein Filmtitel. Sondern No Time To Die? Keine Ahnung. Wieso heißt der aktuelle Film? Keine Ahnung. Da spielt Heidi Klum mit. I. Ja, damals war die halt doch angesagt hübsch und... trotzdem unsympathisch. Ja, damals...